Liga-Krösus Red Bull Salzburg vertraut nach zwei Auswärtspartien ohne Sieg und den verlorenen zwei Punkten in Graz auf den Heimeffekt. Nach dem 2:2 in der Steiermark empfängt der Vizemeister Tabellennachbar Buntigammer Sturm Graz in der 10. Runde zum neuerlichen Vergleich. Glaubt man der Statistik, darf Salzburg gegen Sturm völlig beruhigt ins Spiel gehen. Seit dem 0:7 gegen Rapid in der Vorsaison hält der UEFA-Cup-Starter bei 6 Heimerfolgen mit einer Tordifferenz von 17:1. Die erste Aktion. Ecke von Salzburg, die Situation aber noch nicht vorbei, denn der Ball kommt gleich wieder in den Strafraum. Janko und schon zappelt das Leder im Netz. Der Gäste, schöne Aktion aber von Marc Janko. Das Ganze passiert übrigens in der 5. Minute. Marc Janko in Topform, das bereits sein 9. Bundesliga-Treffer. Und was für ein. Die Führung der Salzburger völlig verdient, doch die möchten mehr. Die Kombinationen äußerst flüssig und sehr gefällig. Wieder kommt der Ball in den Strafraum und dann ist es Leitgeb, der zweimal an Bundesliga-Debütant Cobras nicht vorbeikommt. Das hätte das 2:0 sein können, / müssen. 14 Minuten später, die Blackies. Freistoß Mario Haas und dann lauert Ferdinand Feldhofer an der langen Stange. Rechtes Beinchen hingehalten und schon steht's 1:1. Ein Tor aus dem Nichts heraus, die Blackies bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht existent. Ganz anders da, die Hausherren, die spielen immer noch. Völlig unbeeindruckt nach vorne, Janotschko wird von Feldhofer von den Beinen geholt. Fritz Stuchlig bleibt nichts anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Die Zeitlupe beweist auch warum. Aber starke Aktion von Janotschko. Es steht 2:1. Doppelpack für den Stürmerstar. Souverän verwerteter Elfmeter. Der Führende der Torschützenliste schießt nach links. Cobras fliegt nach rechts. Marc Janko ist ja der Sohn von Olympia-Bronzegewinnerin Eva Janko, die 1968 also den 3. Platz bei Olympia im Speerwurf gewonnen hat. Die Bullen im 2. Durchgang. 3 Minuten da gespielt und dann dieses Ding von Jeschek. Unglaubliches Tor. Es bleibt nur zu klären, ob diese Bogenlampe wirklich als Torschuss gewollt war. Aber wenn Sie mich fragen, völlig egal. Es ist wunderschön anzusehen. Ein richtiger Hingucker und Anwärter fürs Tor des Monats. Die Bullen haben vom Toreschießen immer noch nicht genug, wie so auch. Janko setzt super nach gegen Sonnleitner. Dann kommt Jeschek zum Ball, knapp am Tor vorbei. Was macht in dieser Situation der Blackie Keeper so weit draußen? Das bleibt auch zu klären. Aber wirklich schön zu sehen ist, wie ein Marc Janko hier nachsetzt, keinen Zentimeter hergibt, sich für die Mannschaft aufreibt. Herrlich. Die Bullen heute wirklich mit einer beeindruckenden Leistung. Die Blackies über Beichler, Pfosten, Wahnsinn. Beichler, der ja in der 92. Minute vor wenigen Tagen den ersten Bullen-Auswärtssieg verhinderte, bringt das Leder knapp nicht über die Torlinie. Wir springen in die 71. Minute, denn da gibt's dieses hier zu bestaunen. Jeschek setzt sich wunderschön durch, visiert die lange Ecke an, es wird schlussendlich nur die Stange. Fast das 4:1. Der Tscheche kommt aus halblinker Position zum Schuss, zielt gut, somit steht's auch 1:1, was die Aluminiumschüsse anbelangt. Die restlichen Minuten sind eigentlich nur mehr ein Zuwarten, bis der nächste Salzburger Heimsieg offiziell ist. Diese Messe ist schon längst gelesen. Das drittbeste Auswärtsteam der Meisterschaft kann die Festung Waldsitzenheim also auch nicht einnehmen. Red Bull Salzburg gewinnt völlig verdient vor 11.500 Zusehern mit 3:1. Endlich, muss man beinahe sagen, können sich die Bullen für eine wirklich gute Leistung auch selber belohnen und die vollen 3 Punkte mitnehmen.